So Leute, willkommen zu einer kleinen Bitte an euch. Ja, es ist wirklich eine Bitte und ich hoffe, einige Leute sehen sich das jetzt an. Folgendes. Der Jahresrückblick steht wieder an. Ja, einmal im Jahr sehe ich zurück auf das Jahr bei mir. Und es wird jedes Jahr eine Sause und es ist jedes Jahr wirklich ein Spaß, den Jahresrückblick anzugucken. Ihn zu machen ist leider nur halb so lustig, denn ich sitze da wirklich meistens die komplette Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr dran. Weil ich immer ein bisschen Arbeit damit habe. Denn, um einen Jahresrückblick zu machen, schneide ich immer die lustigsten, schönsten, ärgerlichsten oder sonst was Momente zusammen aus den ganzen Spielen, die ich über das Jahr verteilt Let's Played habe. Problem daran? Um die schönsten, traurigsten, sonst was Momente zusammenzuschneiden, muss ich sie finden. Und das ist nicht ganz so einfach, denn dafür muss man den ganzen Kram nochmal durchgucken oder zumindest ein bisschen rausgucken. Und das kostet doch sehr, sehr viel Zeit und wenn ich hier alles nochmal alleine gucke, ich habe wirklich Probleme, das in meinen Zeitplan zu kriegen. Darum meine Bitte an euch, helft mir. Ihr kriegt natürlich Credits, wirklich Geld kann ich euch nicht bieten, tut mir leid, dafür verdiene ich zu wenig, aber wer möchte, kann mir trotzdem gerne helfen. Das könnt ihr als Gelegenheit nutzen, vielleicht ein Projekt, das ihr besonders gerne geschaut habt oder eben im Fall der letzten beiden Projekte, die ihr eh gucken wollt, ein bisschen intensiver zu gucken. Denn wenn ihr irgendwas hier guckt, dann helft ihr mir damit ungemein und ja, ich weiß nicht, mir wird es wirklich helfen. Die Tabelle hier ist unten nochmal verlinkt, das heißt, da könnt ihr dann wirklich drauf, ihr könnt sie nicht bearbeiten. Das heißt, ja, bearbeiten ist nicht, aber ihr könnt sie immerhin angucken, damit ihr hier die Liste der Spiele nochmal habt. Und wie läuft das Ganze ab? Das erkläre ich jetzt kurz. Also, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr sucht euch ein Spiel aus, das ihr hier gerne hättet. Zum Beispiel, ihr sagt jetzt, oh, Devil May Cry, ich habe gar nicht gesehen, dass du den ersten Teil Let's Played hast. Den zweiten finde ich nicht so gut, aber den ersten möchte ich unbedingt eh nochmal sehen. Dann geht ihr hin, sagt mir das, schreibt es zum Beispiel hier unter das Video oder eben unter ein anderes Video oder in Discord-Chat, ist egal. Dann schreibt ihr mir hier, ich mache Devil May Cry, dann verlasse ich mich drauf, dann mache ich hier ein Kreuzchen rein. Und dann weiß ich, aha, der eine, der macht jetzt Devil May Cry, dann braucht das kein anderer mehr machen. Und dann macht ihr das folgendermaßen, immer wenn ihr einen Moment seht, der irgendwie lustig ist, der denkwürdig ist, der irgendwas ist, der nicht unbedingt eine Cutscene ist, sondern am besten irgendwas, was ich gesagt habe oder so, dann macht ihr das folgendermaßen, dann schreibt ihr zum Beispiel Devil May Cry, machen wir jetzt mal DMC, Part 5, bei Minute 1,15 bis 1, was weiß ich, 29. So, ist jetzt ein ziemlich langer Moment, aber ja, dann schreibt ihr mir das hier zum Beispiel. Schreibt ihr mir dann einfach entweder, ihr macht halt eine Liste, schreibt mir das nicht einzeln, sonst muss ich das selber zusammenfügen. Es wäre ganz cool, wenn ihr mir dann einfach schreibt, wenn ihr so eine Liste macht und wenn ihr das Let's Play durchgeschaut habt, komplett mir einfach eure Liste irgendwie in Discord schickt oder notfalls in YouTube irgendwo drunter kommentiert oder so. Und ich mache das dann am besten, sagen wir mal, ab Weihnachten. Wenn ihr es mir bis Weihnachten schickt, wäre klasse, weil ab Weihnachten setze ich mich dann dran, lad mir meine ganzen Videos nochmal runter, weil die fressen zu viel Speicher, wenn ich die alle zeitgleich drauf lasse. Und ja, dann muss ich nämlich nicht das ganze Projekt gucken, sondern suche mir nur die Momente aus, gucke da nochmal, ob ich den Moment wirklich nehmen will oder nicht und schneide ihn zusammen. Das heißt, je mehr Momente ihr mir schickt, desto mehr Auswahl habe ich praktisch, was ich am Ende reinnehme. Problem ist, wenn ihr mir zu viel schickt, dann muss ich zu viel gucken. Also seht zu, dass es wirklich gute Momente sind und ja, wenn ihr sagt, ich habe das Projekt geguckt und ich fand jetzt wirklich nicht
wirklich nur ein paar Momente denkwürdig oder ich fand gar nichts denkwürdig, dann schreibt ihr mir das, dann ist es halt so. Dann kommt es halt nicht im Jahresrückblick. Was ich empfehlen kann, selber, also schnappt es euch, bevor es weg ist. Das sind Freddy Fazbear Pizza Simulator mit Zero, die waren ganz lustig. Pokémon Snap fand ich auch eigentlich ganz cool. Jack and Dexter gab ein paar Bug-Momente, vielleicht könnt ihr ja die zusammenschneiden oder sonst was. Ja, also das sind so die Sachen, wo ich wirklich sage, die waren eigentlich ganz cool, die könnt ihr machen. Was sich anbietet, ist natürlich auch Pokémon Let's Go Evoli, weil viele von euch werden das natürlich selber gucken und da würde ich auch sagen, wenn mehr als einer da das macht, wäre auch okay, weil es läuft jetzt gerade und es werden eh ein paar Leute gucken und wenn ihr dann gerade mal, wenn ihr irgendwas Lustiges seht, das aufschreiben könntet, wäre das echt super, weil es hilft mir. Wo ich sagen muss, wird ein bisschen kompliziert, werden wahrscheinlich wirklich Devil May Cry 1 und 2. Diluvion geht, glaube ich, bin ich mir aber nicht sicher. Dragon Ball FighterZ und Hand of Fate vielleicht auch. Also die vier Spiele, denke ich, werden schwer, weil die Spiele sind sehr aktiv und ich weiß nicht. Bei Devil May Cry kann man immer noch so Todesmomente oder irgendwas, wenn ich irgendwas Doofes mache oder so, kann man das immer noch nehmen. Aber Dragon Ball FighterZ, das ist ja hauptsächlich draufkloppen und da wirklich lustige Momente oder sowas zu finden, ist immer ein bisschen schwer. Und Hand of Fate, weiß ich auch nicht, ist halt ein Brettspiel. Im Prinzip. Super Mario Sachen, die wurden ja auch währenddessen gut geguckt. Da ist immer die Frage, ob die Leute es nochmal sehen wollen. Aber mit Pasch sind wirklich lustige Momente entstanden. Da sind garantiert welche drin. Und Pokémon weiß ich nicht, ob ich es dieses Jahr noch bringe, weil das wird vielleicht jetzt erstmal pausiert mit Let's Go Evoli. Und ja, mal gucken. Weiß ich nicht. Vielleicht bringe ich es, vielleicht nicht. Vielleicht lasse ich es parallel laufen, ich weiß es noch nicht. Aber wäre halt ganz, ganz cool, wenn ihr da irgendwie jetzt ein bisschen, ja, euch mal aufraffen würdet. Vielleicht sagt, ja, das Spiel, das wollte ich eh noch bei dir gucken oder das habe ich geguckt und ich fand's super, das gucke ich mir auch gern noch ein zweites Mal an, wenn ihr da guckt, weil ansonsten muss ich wirklich diese ganzen Projekte durchgucken und alle zusammen haben eine Laufzeit. Ich glaube nicht, dass ich das vor Weihnachten schaffe, alle durchzugucken. Also wer jetzt sich wirklich Mühe gibt und sagt, ich mache das gewissenhaft, der kann das gerne machen. Wer sagt, ich mache es nicht so gewissenhaft, der schreibt mir das, dann würde ich sagen, machen wir es so. Ich mache es auf jeden Fall. Machen wir ein X. Also wenn ihr irgendwo seht, da ist ein X, dann wird schon bearbeitet. Wenn ihr sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so gewissenhaft machen kann. Moment, kann ich das X auch nach rechts? Ich kann das X auch nach rechts verschieben. Ja! Ich hätte es aber gerne in der Mitte. Geht das auch? Ja, natürlich geht es. So. Also wenn... Das habe ich letztes Jahr nämlich nicht hingekriegt. Also wenn ihr sagt, ihr bearbeitet es gewissenhaft, kriegt ihr ein X. Wenn ihr sagt, ich bearbeite es nicht so gewissenhaft, wenn ihr sagt, ich bearbeite es, aber ich weiß nicht, ob ich alle Momente kriege, machen wir ein O. Und wenn ihr sagt, ich bearbeite es, ich bin mir aber nicht... Also ich versuche es zu bearbeiten, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich kann. Dann kriegt ihr ein V. Für vielleicht. Okay? Also jetzt wisst ihr, was die Kennung heißt und bei O oder V einfach nochmal sagen. Bei V brauche ich es dringend dann noch jemanden, der das sicher machen kann. Bei X wäre es dann halt cool, wenn ihr ein anderes Projekt machen könntet. Wenn ihr sagt, ich möchte das Projekt aber sowieso noch gucken und mir egal, ob da noch jemand das schon hat, ich guck's eh nochmal, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne zweimal melden. Also, weil ich bin froh, wenn mehr Leute das gucken, dann kriege ich vielleicht mehr Momente raus, vielleicht kriege ich auch dieselben Momente, weiß ich nicht. Aber je mehr Leute mir eben helfen, desto besser. So. Jetzt habe ich 10 Minuten wirklich nur darum geredet, diese ganzen Sachen hier zu machen. Ist ja wirklich ätzend. So, also, dann würde ich sagen, Link befindet sich in der Beschreibung. Es sind keine X'e drin, wenn ihr das seht. Füllt sie.
Weil alles, was kein X hat, muss ich alleine gucken. Und dann werden es nämlich nur, weil ich nicht alles schaffe, nur Momente von Parts, die ich mir zufällig rausgesucht habe, weil ich nicht alles gucken kann. Und dann verpasst ihr vielleicht die besten Szenen im Jahresrückblick. Also, wenn ihr vielleicht mir ein Projekt abnehmen könntet, wäre das super, weil ihr müsst wirklich nur eins gucken. Vielleicht auch zwei, wenn ihr ein kurzes habt. Also gut, Leute. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, ob ihr was machen wollt und ja, ich hoffe einfach das Beste. Also, Leute, danke für eure Hilfe schon mal im Voraus. Ich bin wirklich froh. Ich werde euch auch alle im Jahresrückblick dankend nochmal erwähnen und ich werde euch auch meinen Dank versichern und mal gucken, vielleicht kriegen wir ja irgendwie hin, dass ich euch irgendeine kleine Belohnung irgendwie zukommen lasse. Also gut, wir sehen uns dann einfach bei einem Video von mir und im Zweifelsfall beim Jahresrückblick. Und wir lesen uns in den Kommentaren. Bis dann, euer Wolf.